Die Alpha 3 ist schon alt, verstaubt und verkalkt. Und alle warten, still und stumm, auf das nächste Update im neuen Jahr und hoffen darauf, dass dieses Update genauso gut wird, wie es das letzte war. Nun sitze ich hier und warte hier, genau wie ihr, auf die Alpha 4. Und wollt ihr dieses Update bei mir erleben, müsst ihr mir nur ein Abo geben. Und besser wäre es auch, wenn ihr den Daumen nach oben drückt, denn mit verbogenen Beinen müsst ihr bestimmt weinen. Und das wollt ihr doch nicht. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zu Hello Neighbor. Denn Freunde, aktuell und momentan vergnügen wir uns ja teilweise noch ein wenig in der Alpha 3. Erkunden da noch das Haus, haben noch eigentlich eine kleine versteckte Sache, die ich mir noch nicht angesehen habe, aber so langsam merkt ihr bestimmt, dass sich die Alpha 3 dem Ende zuneigt und dass da jetzt so langsam was Neues kommen sollte. Und viele von euch haben mich auch schon in den Kommentaren gefragt, hey Tjulfa, weißt du was, wann kommt die Alpha 4, hast du irgendwelche Updates schon, weißt du irgendwas, wann das nächste Update von Hello Neighbor kommt? Und jetzt kann ich euch sagen, Freunde, wir wissen so langsam, beziehungsweise ich weiß so langsam, eigentlich wissen alle so langsam, wann die nächste Alpha, beziehungsweise das nächste Update erscheinen sollte. Und zwar hat der Chef des Entwicklerstudios Tiny Build steht ja so hinter Hello Neighbor, die haben das Ganze ja so gemacht. Die machen übrigens auch noch ganz viele andere coole Sachen, ihr könnt die mal angucken. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da laden die auch immer Updates von Spielen und so weiter hoch, weil die machen noch ganz viele andere Sachen außer Hello Neighbor. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Und der Chef von denen, der Alex Nichiporchik, würde ich den Namen jetzt mal aussprechen, hat auf Twitter was ganz Interessantes gepostet, Freunde. Beziehungsweise hat es getwittert, aber es ist ja egal, wie man das nennt. Und zwar hat er vorgestern, also am 16. Januar, ziemlich spät nachts war das, es müsste, glaube ich, 1 oder 2 Uhr gewesen sein, wo er das getwittert hat, da hat er geschrieben, "The producer's update for Hello Neighbor is coming next week." Das heißt so viel, wir kriegen im Laufe der nächsten Woche ein weiteres Update zu Hello Neighbor präsentiert und dann wird sich vermutlich die Geschichte weiterentwickeln, dann werden wir sehen, wie es weitergeht, Freunde. Doch eine kleine Frage bleibt bei der ganzen Sache. Denn er hat jetzt halt wie gesagt getwittert, "The producer's update for Hello Neighbor is coming next week." Jetzt ist halt das die Frage, die wir uns stellen müssen. Was genau meint er mit "The producer's update"? Ist das jetzt eine Alpha 4? Ist das irgendwas Besonderes, was nicht jeder erhält? Ist das jetzt vielleicht eine Beta-Phase? Weil das haben auch einige schon geschrieben, dass wir jetzt vermutlich von Alpha, weil wir haben schon die dritte Alpha, dass wir jetzt vermutlich so langsam in die Beta, Beta 1, Beta 2 übergehen und irgendwann jetzt im Laufe des ersten Quartals soll ja auch die fertige Version des Spiels erscheinen, beziehungsweise im frühen Sommer. Und deswegen frage ich mich halt so ein bisschen, was jetzt dieses Producers Update ist. Ob das jetzt nochmal irgendwas Besonderes ist? Ist es eine neue Alpha, eine neue Beta? Oder nochmal ganz was anderes, wie wir es in der Alpha 2 hatten? Denn die Alpha 2 ist ja auch einfach mal von diesem Hello Neighbor ganzen Riesenhaus, ganz viele Secrets. Davon ist ja die Alpha 2 ein bisschen rausgewichen. Und da hatten wir ja quasi schon das fertige Tutorial-Level fürs Spiel präsentiert. Deswegen gilt natürlich schon irgendwo die Vermutung nahe, dass The Producers Update vielleicht nochmal irgendwas Besonderes ist, was jetzt nicht vielleicht, ja, was jetzt nicht vielleicht nochmal direkt mit der Vollversion in Verbindung gebracht werden kann, sondern was nochmal irgendwas ist, was uns jetzt nochmal einen leichten Vorgeschmack gibt auf das, was da auf uns zukommt in der fertigen Version des Spiels. Das ist jetzt halt noch die Frage, die bei mir so ein bisschen jetzt im Kopf rumschwebt, in der Hoffnung darauf, dass das nächste Update natürlich wieder richtig gut wird. Denn viele von euch haben auch geschrieben, oh, seit der Alpha 1 interessiert mich das Spiel gar nicht mehr so sehr. Weil in der Alpha 1, ist ja logisch, in der Alpha 1 war alles richtig neu. In der Alpha 1 war alles so, ihr kennt das ja, ihr kommt in ein Spiel rein und es ist alles erstmal komplett neu. Und jede Kleinigkeit, die man neu entdeckt, ist dann einfach was richtig Besonderes. Und das geht dann natürlich irgendwann verloren. Deswegen denke ich mal, in der Vollversion wird das Spiel nochmal richtig Fahrt aufnehmen, davon gehe ich jedenfalls aus, weil dann einfach das fertige Spiel da ist, dann sind alle Mechaniken drin, alles was man haben kann, haben will, haben muss für dieses Spiel, wird dann da sein und ich denke mal, dann haben wir nochmal dieses Feeling, versteht ihr? Man ist neu in dem Spiel, jede Kleinigkeit ist interessant, jede Neuigkeit, die man kriegt, jede Kleinigkeit, die man entdeckt, macht unglaublich viel Spaß, ich denke mal, ihr wisst, wovon ich rede und ich hoffe einfach, dass wir das in der Vollversion wieder kriegen, dieses Feeling und dass wir es jetzt auch im nächsten Producers Update kriegen. Aber wie gesagt, Freunde, ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben, denn nächste Woche kommt das Producers Update für Hello Neighbor. Und dann werden wir, denke ich mal, einiges Neues zu tun haben.
Secrets werden wieder aufgedeckt, Freunde. Darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Aber das war's jetzt für dieses kleine Info- und Aktualisierungsvideo zwecks Hello Neighbor. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder, Freunde. Euer Chulva verabschiedet sich, drückt auf Gefällt mir und auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Macht's gut und bis dahin. Freunde, ich freue mich gerade richtig. Ich soll... Nee. Run. Nein. Ah! Fuck.